Ja, moin moin Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde FIFA 16. Ja, es geht also weiter. Wir sind, wie man hier sehen konnte, 7 Punkte vor Freiburg und haben das Spiel gegen Bielefeld gewonnen. Moment, bevor ich es vergesse, trainieren natürlich. Spiel gegen Bielefeld gewonnen mit 2-1. Zum Schluss halt, ja, noch ein Gegentor bekommen, aber ich meine ganz ehrlich, I don't give a fuck. 3 Punkte sicher und ich denke mal, das wird auch aktuell so weitergehen. Denn wir sind nun mal gut im Kurs. Glaube, ich mache das einfach mal durchsetzen. Aber mal ein paar schwerere Übungen. Wie gesagt, wir sind gut im Kurs. Es läuft ganz klar gut für uns und ich versuche das einfach mal. Es läuft ganz klar gut für uns. Und mal gucken, ob es dann zum Schluss für den Aufstieg reicht. Das wäre es natürlich noch. So. Was ich aber auch gesagt habe, muss ich mich mal kurz auskotzen. Es ist heute der Mittwoch, an dem der Vorverkauf für das Spiel gegen Münster begonnen hat. Ja, und es sieht so aus, aus unserem Freundeskreis gibt es nur mal zwei Leute, die zwei Dauerkarten haben. Das bin einmal ich und das ist einmal der Kevin. Und hallo Kevin. Nein. Also ich einmal und einmal der Kiwi. Und ja, weil wir beide diese Woche arbeiten mussten, ist natürlich blöd, dahin zu fahren. Also, wie ich auch schon gehört habe, als ich gerade Feierabend gemacht habe, stand da in der Theaterpassage, wären nur noch 100, circa 100 Karten zur Verfügung im Stadion direkt ausverkauft. Direkt das nächste Derby. Was ich natürlich jetzt sagen muss, ist Folgendes. Ja, es gibt anscheinend genug Leute, die sich darüber auskotzen, dass es da ein Vorverkaufsrecht gibt. Und gut, was man natürlich wirklich sagen kann, dass pro Dauerkarte 4 Karten vergeben werden, das ist natürlich echt eine Ausnahme. Wenn man sagt, 2 pro Person, wäre es wahrscheinlich noch gerecht. So haben wir natürlich den Vorteil, fahren wir jetzt zu 8 nach Münster, ja. Und auch alle 8 sind weg. Was gar nicht geht. Und ich schwör's dir, ich werde den Typen, wenn ich auf eBay Kleinanzeigen irgendeine Anzeige sehe, dass da jemand Karten fürs Spiel überteuert verkauft, ich finde die Adresse raus, ich besuche ihn zu Hause und ich schwör's dir, ich hau ihn in die Fresse. Ist mir scheißegal, ob ich da eine Anzeige für kriege. Sowas macht man nicht. Ich hab. Was ich gut finde, was man sagen muss, was ich gut finde, dass diese ganzen Eventis, ich nenne sie Eventis, diese Eventfans, die nur zu den hochkarätigen Spielen nach Osnabrück kommen oder fahren, bla bla bla, die haben in Münster nichts zu suchen, ja, die sind die allerletzten, die sich um so eine Karte bewerben dürfen, ja, wirklich. Deswegen finde ich es das gut, dass Dauerkarten und Dauerkarteninhaber und Vereinsmitglieder das Vorverkaufsrecht haben, ja. So ist es nun mal so, dass wir mit Leuten fahren, ja, die sehr oft bei den Spielen sind, die oft mitkommen, ja, auch wenn es mal ein Spiel ist, wo es dann halt nicht geht, aber das hat jeder. Ja, dann habe ich auf Facebook gelesen in der Gruppe, ja, aber wenn ich dann schon bei 4, 5 Spielen nicht kann, dann rentiert sich das nicht. Ey, da frage ich mich echt manchmal nach dem Verstand. Also wirklich, wer sich eine Dauerkarte holt und dann sagt, das muss sich rentieren, klar, wenn ich jetzt studieren gehe und am Wochenende arbeiten muss und keine Zeit dafür habe, dann hole ich mir keine Dauerkarte. Aber wenn man dann mit der Ausrede kommt, ja, es könnte aber sein, dass ich 4, 5 Mal nicht kann zum Heimspiel, dann rentiert sich das nicht, also hole ich mir keine. Ich denke mir so. Das ist, eigentlich müsste ich da sagen, I don't give a fuck, aber sorry, sowas ist für mich unverständlich. Und wie gesagt, wir haben jetzt 8 Karten gekauft. Diese 8 Karten wurden auch direkt untergebracht bei vernünftigen Leuten, die oft an der Brücke sind, auf die man sich verlassen kann. Und nicht irgendwelchen. Ich würde einen Fakt drauf geben, wenn jemand zu mir ankommen würde und würde sagen, ich fahre zu den Spielen nach Paderborn, komme ich wohl an die Bremer Brücke und natürlich gegen Münster komme ich an die Bremer Brücke, aber naja, so wenn es gegen Mainz 2 geht, da bleibe ich dann mal zu Hause. Also, die sollen zu Hause bleiben, das sind für mich nicht mehr und nicht weniger Eventfans, ja. Die haben nichts zu suchen, genauso wie damals auch. Was ich ein bisschen schade finde, klar, man kann sich um Platz bewerben, wenn die Ultras einen Zug organisieren. Ja, aber wenn ich dann mal so geguckt habe, ja, ich kannte ein paar mehr, die da wohl den Zug hatten und da frage ich mich manchmal,
Alter, die waren nicht einmal in Osnabrück am Stadion, wenn vielleicht einmal, und dann standen sie da und haben gedacht, toll, ja, ist ganz schön hier, aber mehr auch nicht, und sind nie wiedergekommen. Und dann organisieren die Ultras einen Zug und alle schreien: Hurra, wir fahren mit. Ja, ehrlich, da sollte man vielleicht vorher auch mal gucken, dass man da anderen Leuten den Vorrang gibt. Können die Ultras natürlich schlecht organisieren. Die sind froh, wenn der Zug voll wird. In diesem Fall ist er ganz klar voll gewesen. Einerseits natürlich wegen der Tabellensituation. Ich glaube, wenn wir damals gegen Erfurt nicht so weit oben gestanden hätten, wären da auch im Leben nicht so viele mitgefahren, und man hätte sich beruhigt, man hätte das beruhigt planen können. Ja, andererseits ist es so, dass wirklich viele mit dem Zug gefahren sind, die Event-Fans sind, die dann von sich behaupten: Nö, übelster Osnabrück-Fan, ja, und fast immer im Stadion, ja. Wo ich einfach nur denke: Alter, du Bast. Ich fahre jedes Wochenende fast mit dem VfL, ob es auswärts ist oder ob es heim ist, ja. Und ich kann auf ein paar Leute zeigen, und kann den, sage ich dann: Freund, ganz ehrlich, für so eine Aussage würde ich dir am liebsten eine knallen. Aber gut, so kann man jetzt sagen, viele Dauerkarteninhaber haben sich die Karte gesichert. Wenn dann doch welche Karten auf eBay Kleinanzeigen erscheinen sollten, weißt du, dann fragt man lieber vorher in der Osnabrück-Gruppe über VfL Osnabrück, die Facebook-Seite, wegen mir auf Twitter, keine Ahnung was, ob jemand eine Karte haben will, Normalpreise verkaufen, fertig ist das, ja. Ich kann das nicht haben, wenn man eine Karte kauft und dann dafür überteuerte Preise haben will. Das geht nicht. Geht für mich nicht, geht für mich nicht, und auch erst recht nicht in meine Birne rein. Aber gut, jetzt konzentrieren wir uns aufs Spiel, denn das müssen wir gewinnen. Nach Bielefeld kommt Braunschweig, und das sind beides hochkarätige Spiele. Für Falkenberg heute Bleker. Und irgendein Mohamed ist wohl gewechselt. Ich kannte den nicht, ist anscheinend aber mit Dortmund A-Jugendmeister geworden, also ist er wohl ganz gut. So, aber Raging ist erstmal vorbei, jetzt konzentrieren wir uns aufs Spiel. Aber das muss jetzt einfach mal loswerden, denn wenn da Leute ankommen und sagen: Ich finde es ein Unding, dass Dauerkarteninhaber und Mitglieder Vorverkaufsrecht haben, also ganz ehrlich, wir haben schon keinen DFB-Pokal, ja, wo wir ein Vorverkaufsrecht kriegen können, dann kann man zumindest, das ist toll, dass ich jetzt erstmal so, das machen wir gleich noch. Da kann man zumindest in so Top-Spielen, zumindest, man sieht's ja. Da sind 1500 Karten zur Verfügung, ja. Und die Dinger sind innerhalb von einem Tag weg. Sonst war das so, dann Dauerkarteninhaber hatten dann das Vorverkaufsrecht, ja. Da sind dann welche weggegangen. So, dann kamen Mitglieder, dann sind welche weggegangen. Und anschließend kam dann der freie Verkauf. Da standen dann alle an und wollten eine haben. So. Ja, das war dann früher so. Heute ist es nun mal so, da kann man sehen, dass es nun mal Leute gibt, die sich da die Karten halt nun mal sichern. Und das ist auch selbstverständlich. Und wir fahren da jetzt mit 8 Mann hin, ja. Vernünftigen Mann. Keine Eventfans. Und sagen: Hey, hättest du nicht vielleicht mal Lust mitzukommen? Dann würde ich da sagen: Okay, weißt du, zum Test kommst einfach mal mit zu einem Spiel wie gegen, weiß ich nicht, Magdeburg, Duisburg, also Spiele, wo auf jeden Fall Gästefans dabei sind, wo Stimmung ist. Mainz 2 oder Bremen 2 würde ich jetzt nicht empfehlen, weil das wirklich, das ist ein bisschen low, ne? Aber gut, so, wir liegen 1-0 hinten, jetzt muss ich erstmal was machen. Ich bin sowieso schon den ganzen Tag nur einmal loben, mehr mache ich nicht. Seit 5 bis von 6:30 bis 5 Uhr gearbeitet. Und ja, damit die weiterhin die Videos jetzt auch online gestellt werden können, natürlich jetzt auch dabei, auch wieder aufzunehmen. Ich habe noch ein paar auf der Platte, aber zu Vorsicht. Wie gesagt, nehme ich jetzt schon mal wieder auf, weil es auch in den nächsten Tagen garantiert an meinem Arbeitsplatz da nicht weniger wird an Arbeit. Kimmich. Und schon mal die erste Tornäherung. Das ist schweineheiß hier in meinem Zimmer. Wenn es gleich gewittert, mache ich auf jeden Fall erstmal die Scheißfenster auf. So. Orner Teddy.
Ja, Braunschweig macht das momentan gut. Hat natürlich jetzt ein Tor gemacht in der Situation, wo ich mich noch aufgeregt habe, wo ich mich nicht so sehr auf FIFA konzentriert habe. Aber das musste wirklich leider einmal raus. Ja. Weil es gibt Sachen, das ist total unnötig überhaupt zu diskutieren. Ja, bevor nachher 700 oder 800 Leute, Event, 700, 800 Event-Fans da hinfahren, nur um zu gucken, ob sich irgendwelche Leute vermummen und Pyro zünden, ja, dann am besten noch das Handy vor die Schnauze halten und sagen, boah, guck mal, wie es hier abgeht. Und dann wahrscheinlich noch ein Selfie miteinander machen. Ja, dann sollen die Karten lieber an vernünftige Fans gehen, die, ich sage jetzt nicht vernünftige Fans, die jetzt, das kann auch einer sein, der vielleicht ein, zwei Mal in Osnabrück ist und ein vernünftiger Fan ist, weil er halt kein, nicht besser Zeit hat, aber vernünftige Fans auf jeden Fall somit, die nicht anfangen, ihr Handy in der Kurve zu zücken und die ganze Zeit Selfies machen oder mit der Freundin schreiben oder was weiß ich nicht alles. Ja, 19 Minuten ist dann einfach mal Stille. Beziehungsweise 105 oder in der Pause wegen mir, mein Gott, eben gut schreiben. Alles gut, Chat. Aber es kriegen ja manche schon hin. So, eine Minute gibt's drauf. Die ist abgelaufen. Und somit steht es 1:0 für den Gastgeber, für Eintracht Braunschweig. Ist natürlich jetzt blöd. Aber das hoffe ich mal zumindest noch zum Unentschieden biegen. Schön gesehen. Kanziora. Ja, zieht er in die Mitte rein. Und klarer Elfmeter. Mehr als klar, also da braucht er sich nicht wundern. Da hätte der beiden sowas von ausgefahren. Und das war wirklich schon ein Geschenk. Das gibt diesmal nur gelb. In so einem Fall hätte ich dann fast von rot gesprochen. In dem Fall von Darmstadt hätte ich von gelb gesprochen. In diesem Fall gibt es aber rot. Ach, gelb. Ich habe eine Gelb-Rot-Schwäche. Vor allem. Ja, doch, eigentlich wäre das, würde ich behaupten, zumindest eine klare rote Karte. So, Dave Pizot drin. Knapp, Torwart war in der richtigen Ecke, aber Pizot macht hier zumindest schon mal den Ausgleich. Im Derby gegen Eintracht Braunschweig. Alvarez oder Telly. Ja, Waldschmidt kommt ran. Und es gibt sogar einen Eckball. So, 60. Minute heißt Zeit zum Wechsel. So, für Kimmich bringe ich Gaudino. So, Waldschmidt. Dafür kommt Menga und. Ja, lasse ich erstmal so. So, Eckball. Schade. Flanke eigentlich gar nicht schlecht, aber alle standen halt noch relativ weit zum Fünfer hingezogen. Sodass da jetzt niemand auf die Idee kam reinzulaufen. Aber erstmal schöner Pass und ja, oder Telly klar am Abseits.
Einwurf Braunschweig. Was ich ein bisschen komisch finde, ich habe Menger irgendwie noch gar nicht gesehen. Ich glaub, der ist, glaube ich, aber verletzt, wenn ich mich nicht irre. Glaube ich zumindest. Also, nur ich finde es halt komisch. Klar, dass man die ganzen Neuzugänge testet, aber. Naja, Safran spielt ja auch noch. Oh, Achtung! Schwäbe, starke Parade. Den wir für Schwäbe haben. Ja, den hat er. Und dann direkt Ornatelli. Bleker. Pass kommt nicht an. Scheiße. Claudino, ist der schneller? Nein, schneller nicht. Schönfeld. Claudino ist zumindest dran. Die Grätsche sitzt auch nicht. Die Flanke ist perfekt! Und dann hat er keine Sahne. Jetzt nochmal Wechsel, Falkenberg für Bleker. Und Einwurf Osnabrück, das ist wichtig. Ah, oh, ärgerlich. Weil du im Grätsche sitzt erstmal, aber weiterhin der Konter von Braunschweig läuft. Der Befreiungsschlag, 4 Minuten. Nochmal die Möglichkeit für Braunschweig. Flanke kommt. Nein, aber so nicht. Aber vielleicht noch einmal. Ja, da kommt nochmal was, aber kein Problem für Schwäbe. Und somit. Was? Wie war's noch mit Schluss? Wir sind 8 Minuten, ne? So, 8 Minuten Nachspielzeit hat es heute gegeben. Wir trennen uns aber mit einem 1:1 von Eintracht Braunschweig. Ich kann damit leben. Wir sind 7 Punkte im Vorsprung. Da kann man noch ruhig mal unentschieden spielen. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein. We'll be right back.